Fügt Minecraft mit dem 1.20-Update jetzt doch noch neuen Ozean-Content wie neue Strukturen hinzu? Minecraft hat nämlich eben dieses Bild hier auf Twitter gepostet mit den Worten: Bald gibt es da draußen noch mehr zu entdecken. Was genau könnte jetzt wieder dahinter stecken? Auf dem Bild hält der Spieler den neuen Pinsel in der Hand, also irgendwas in direkter Verbindung mit der Archaeology, und blickt aufs offene Meer. Geht es hier nur um das Sniffer-Ei, was man ja in den Unterwasserruinen finden soll, aber warum dann ein extra Teaser posten, weil wir ja eigentlich schon lange wissen, dass dieses Feature kommen wird? Viele vermuten hier eher eine Art neue Ruine oder Struktur unter Wasser, wo man ebenfalls weitere Schätze und mehr finden kann. Was denkt ihr oder was würdet ihr euch wünschen? Schreibt es unbedingt mal in die Kommentare und jetzt drückt noch die Like-Taste, denn das macht euch erst so richtig cool. Stimmt wirklich.